Herzlich willkommen, Leute, zu diesem neuen Video. Mein Einkauf vom 4.2.2023. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich bei Rewe für fast 50 Euro eingekauft habe. Fangen wir an. Erstes natürlich Joghurt mit der Ecke. So ein Joghurt mit der Ecke kann man sich immer gut als Nachtisch einmal reinsnacken. Hier ist mein Kühlschrank. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter an, was ich da drin habe, aber erstmal jetzt hier mein Einkauf. Dann Blattspinat. Es gab nur den Rewe Bio Blattspinat. Der war doppelt so teuer wie der Jahr Blattspinat, aber ich wollte Blattspinat, deswegen habe ich den genommen. Dann Hackfleisch. Ja, normales Rewe Bio Hackfleisch. Okay, was haben wir hier noch? Genau, Reis habe ich direkt 2 Kilo genommen, weil ich finde das immer nice, wenn man ein bisschen mehr da hat, muss man nicht so oft einkaufen gehen. Hier noch 2. Kilo und Snickers. Snickers, auch immer wichtig. Ich tue die sogar manchmal gerne in den Kühlschrank, dann werden die immer so ein bisschen fester. Aber ja, Snickers sind auch wichtig. Dann als nächstes, ja, 1 Liter Milch, nicht weiter spannend. Nehme ich einfach immer den Bio, 3,8%. Und dann haben wir hier schon den Kentucky Mais, weil ich will Chili con Carne noch machen. So, als nächstes ein Beutel Froster. Habe ich hier die Bratkartoffelhähnchenpfanne. Ist immer mal gut für so zwischendurch. Wenn man mal keinen Bock hat, was zu machen, kann man sich einen Froster reinhauen. Noch eine weitere Dose. Dann hier den Sonnenblumenmais. Auch mal so einfach gekauft. Kann man immer mal da haben. So, damit sind wir auch schon hier fast am Ende vom Rucksack angekommen. Ach, ein Glas Nutella. Ne? Nutella braucht man immer im Haus. Und ja, meins geht schon zur Neige. Dann haben wir noch Tomatenmozzarella. Und jetzt kommen wir zur Tüte. Ne, der Rucksack ist schon komplett leer jetzt. Jetzt zur Tüte. Was haben wir da als erstes? Natürlich Rewe Bio-Tomaten. Waren die letzten. Ich hoffe, die sind gut. Die eine hier ist ein bisschen gelb, aber ja, mal sehen. Dann Salatkopf, auch ganz gut. Jetzt Hanuta, ja? Oder wie man auch sagt, Haselnusstafel oder Haselnussschnitzel, ne? Auch sehr wichtig, kann man sich ab und zu gönnen. Ja, jetzt als nächstes, wir haben hier noch eine Tafel Schokolade. Darf natürlich nicht fehlen. 2. Tafel Schokolade. Und noch ein Gewürz. Noch ein Gewürz. Und ich sollte noch eins haben. Ja. Hier noch ein Gewürz. Zu den Gewürzen sage ich gleich noch was. Weil wir sind schon gleich am Ende von der Tüte angekommen. Wir haben noch 2 Äpfel. Und eine Avocado und ein Knobi. So, jetzt nochmal zu diesen Gewürzen. Die Gewürze sind arschteuer. Also so eine Packung kostet über 2 Euro. Ich weiß nicht, warum die so teuer sind. Aber ich sag mal so, es lohnt sich. Ne? Man braucht die ja auch nicht so oft. Und diese Gewürze als Essen, es lohnt sich auf jeden Fall. Das alles jetzt für 50 Euro, ihr habt es gesehen, ist schon viel. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt.